Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Layout im Album meines Juniors. Ich möchte heute 5 Fotos verarbeiten und habe mir dazu das Hexagon-Kit von Ellie Edwards ausgesucht. Und ja, wir waren, das ist glaube ich von 2019 muss das sein. Wir haben so ein altes Schwimmbad in der Stadt und da sind so ganz viele Graffitis dran und das macht sich immer echt cool für Fotoshoots. Und ich habe ja hier einfach verschiedene Bilder von meinem Junior gemacht. Eigentlich sind die alle im gleichen Format, also sehen ähnlich wie das erste und zweite Bild aus. Und ich habe mir dann gedacht, als ich die Fotos bearbeitet habe, ich hole ihn in den Fotos immer weiter, so dass dann das letzte Foto ihn dann eben dann groß zeigt. Ja, ich spiele hier einfach ein bisschen rum, denn ich finde die Form von Hexagon, der Plural von Hexagon, das Hexagon, die Hexagons, ich habe keine Ahnung, okay, auch wurscht, ne? Einfach mal auch zur Info, Ellie hat dieses Jahr 4 Sonderkits angeboten. Wenn man eben das erste Kit bestellt hat, dann hat man quasi die anderen 3 auch mit abonniert. Alle hatten das Thema von verschiedenen Formen. Also wir hatten Kreise, Herzen, Hexagons und jetzt zum Ende des Jahres trudeln demnächst Sterne bei mir ein. Also da war das Thema Sterne natürlich passend zu Weihnachten. Ich habe erstmal alles sortiert jetzt so und dann werden wir gleich in den Schnellmodus gehen, denn sonst würde das Ganze hier einfach zu lange dauern. Ja, also als erstes starte ich hier natürlich mit den 5 Fotos, die ich erstmal aufklebe. Ich mache mir dazu wieder kleine Stege, denn ich will die Fotos so in der Art, wie man die alten Fotoalben von früher kennt, diese Einsteckalben. Ist der Plan, das hier mit den Fotos zu machen und diese eben außerhalb von einer Hülle auf einem, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, die Höhe bleibt da gleich, sind also 8 Inch und die Breite ist 7,25 Inch. Das ist also die Maße eines, ja, einer Hülle. Und so ist eben der Plan, so dass eben rechts, wie man hier schon sieht, ein Rand bleibt, wo ich dann eben lochen kann. Und wie gesagt, diese Einsteckalben, die wir, glaube ich, früher alle mit benutzt haben, wo man dann eben die Fotos hochklappen konnte, die kennt man doch noch. Ja, ich habe hier nichts gemessen. Ich habe wirklich per Augenmaß erstmal das obere Foto, dann das untere Foto, dann habe ich das Foto in der Mitte aufgeklebt und dann habe ich das, wie gesagt, einfach per Augenmaß. Es muss ja jetzt auch nicht hundertprozentig alles passen. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht noch die Rückseite der Fotos auch mit Papier versehe, aber habe ich hier einfach nicht für notwendig gehalten. Ja, das sind, dort sieht jetzt kleine Chipboard-Hexagons. Ich sage jetzt einfach Hexagons für den Plural. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die als Tabs für die Fotos, um die eben ja besser umblättern zu können. Mach's hier auch wieder ein bisschen per Augenmaß. Und ja, habe mich dann bei Nummer 4 verklebt. Konnte das aber gut abmachen wieder. Also ist vom Foto gut abgegangen. Leider ist dann ein Stück, eine Schicht auf dem Foto hängen geblieben, was aber, wie gesagt, problemlos abzumachen ging.
Hier korrigiere ich nochmal die 1 und dann passt das für mich besser. Ich habe die Chipboard-Teile vorher bestempelt. Also ist auch mal eine coole Variante. Das kann man eben ja, sehr gut mit Chipboards machen. Gerade die vielleicht nicht so viel Pattern, wie ist das deutsche Wort? Muster. Ha. Die nicht so ein dolles Muster drauf haben, kann man eben gut bestempeln und quasi seine eigenen Chipboards machen. Da die kleinen Hexagon-Chipboards hinten Klebefläche haben, habe ich eben von unten noch Papier gegengeklebt, wo es notwendig war, und habe das dann dementsprechend weggeschnitten. Ja, das war also, die Fotos sind also noch vor Corona entstanden. Das scheint irgendwie alles so lang her zu sein. Und es sieht ja gerade irgendwie auch nicht besser aus, ne? Ja, auf der rechten Seite überlege ich zunächst mit diesen, das sind so aus Acetat, die Hexagons mit Text drauf, und ja, finde dann aber irgendwie die Chipboard-Teile irgendwie ein bisschen cooler und nehme ein Papier, das es mit im Kit gab, und schneide dort drei Hexagons. Also, es macht mich wirklich wahnsinnig, weil es klingt so komisch. ja, schneide die einfach entsprechend aus, um dann dort per Hand mein Journaling aufzubringen. Ja, vielleicht noch zum Kit. Also da sind 12x12 Papiere unter anderem drin, aber auch eben Papiere im Format 8 Inch mal 7,25 Inch, sodass man die Wahl hat, das Papier außerhalb von der Hülle zu verwenden oder aber zuzuschneiden und in eine Hülle zu stecken. Das finde ich mega cool. Und die Kids haben auch angefangen, dass die Papiere beidseitig bedruckt waren. Das wurde jetzt zum Ende hin auch geändert. Also man hat nur noch einseitig bedruckte Papiere und muss sich dann nicht entscheiden. Hier seht ihr, habe ich auch noch mein Hintergrundbild, habe ich auch noch mal geändert. Mein Hintergrundbild. Das Papier ausgetauscht. Habe mich jetzt für ein gelbes, das ist glaube ich aus der Kreis, aus dem Kreiskit, ja, dafür entschieden. Einfach weil es ein bisschen Kontrast ja, zu den Fotos bringt. Genau, wo ich hier eben mit dem Journaling begonnen habe, habe ich eben gemerkt, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit außen am Rand schreibe, weil ja noch der Chipboard-Rahmen rumkommt. Und dementsprechend musste ich da ein bisschen enger schreiben. Und ob man nachher jetzt jeden Buchstaben wirklich lesen muss, ist ja auch so eine Sache. Chipboard-Teile klebe ich meistens, wenn sie keine eigene Klebefläche habe, dann nehme ich den grünen Tombow-Kleber dafür. Da ist noch nie irgendwas abgerutscht. Das ist einfach bombenfest. Ja, das ist also wirklich auch wieder ein Layout, was super schnell fertig geworden ist. Und jetzt passe ich es noch an die Rückseite meines letzten Layouts an. Und wir sind wieder im normalen Modus. Ihr müsst also nicht ganz so schnell schauen, was ich jetzt gerade tue. Klebe immer die Rückseite an das letzte Layout an und schneide dann noch eventuelle, ja, wenn etwas übersteht, das noch zurecht. Ja, irgendwie habe ich mir angewöhnt, hier auch chronologisch zu arbeiten. Also ich habe ja meinen Ordner auf meinem Computer, da habe ich eben die Fotos drin, die ich bearbeiten möchte noch zu auf kleinen Layouts. Und da ist schon echt praktisch, dass das ja chronologisch geordnet wird. Und dann mache ich das auch mit den Fotos ebenso.
Jo, da haben wir's. Na, dadurch, dass ich die Fotos eben ganz links aufgeklebt habe, habe ich rechts schön Platz, um auch die Löcher reinzumachen, auch erst zu diesem späten Zeitpunkt. Das mache ich auch meistens so, dass die Seiten, die aneinander geklebt werden, dass ich da dann mich an den Löchern von der Seite davor orientiere. Jetzt bei der rechten Seite in Gelb, da ist mir das eigentlich wurscht. Da mache ich das ja auch immer per Augenmaß. Ja, das war also wieder ein super schnelles Layout für meine Serie Tell More Stories. Also ran an die Fotos, Layouts gestaltet und bringt einfach eure Fotos vom Handy, vom Computer auf Papier und erzählt eure Geschichten. Einfach Erinnerungen festhalten und ein bisschen kreativ sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.